To introduce you as a computer scientist and project leader at the University of Applied Science and Technology and Economy in Berlin, but mainly is an applicant in this case. So if you give us your perspective, thank you. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe, bevor ich zu meinem Statement komme, vielleicht noch eine Information, die diesen Ausschuss interessieren wird, weil in der ersten Session sich darauf bezogen wurde, nämlich auf den UN Human Rights Committee. Auf deren Website ist gerade die aktuelle Information, dass wegen des US-Government-Shutdowns diese Anhörung wohl nicht stattfindet. Hier wurde sich ja im ersten Teil darauf bezogen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, über das hinaus, was Nick Pickett gesagt hat, Stellung zu beziehen zu den bekannt gewordenen Praktiken der Geheimdienste, insbesondere zum GCHQ, weil aus meiner Sicht auch als Beschwerdeführerin in dem Fall natürlich wegen der Europäischen Menschenrechtskonvention andere Voraussetzungen herrschen als etwa bei den amerikanischen Geheimdiensten, denn wir haben in den vergangenen Monaten gelernt, dass die technischen Möglichkeiten, alle digitalen Transaktionen und den gesamten Netzverkehr von Kontinenten abzuhören, nicht nur technisch vorhanden sind, sondern dass sie auch genutzt werden, und zwar hier mitten in Europa und nicht nur in Diktaturen. Nick Pickett sprach ja schon kurz über Tempora-Programm, das sich eben vor allen Dingen an den überwachten Glasfaserleitungen gütlich tut und wo ja der gesamte Netzverkehr über mehrere Tage gespeichert wird, um ihn zu analysieren und zu filtern. Diesen Fall bringen wir also jetzt oder versuchen wir nach Straßburg zu bringen zu den Fragen der Betroffenheit, die vorher schon angesprochen wurden. So habe ich aus meiner Sicht keine Zweifel, dass ich zu den Betroffenen gehöre. Ich bin ein normaler, sozusagen digitaler Bürger, ungefähr 18 Stunden am Tag online, und ich weiß, dass ungefähr 85% meiner Kommunikation über genau diese Glasfaserleitungen gehen, also in die Bulk Mass Surveillance unmittelbar einfließen. Neben dem, was Nick Pickett schon sagte zu dem Fall, ist mein primärer Antrieb, nach Straßburg zu ziehen, auch überhaupt an Fakten und Informationen zu kommen. In Fällen, die wir vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht verhandelt haben, kam es immer wieder dazu, wenn die Geheimdienste dort Stellung nehmen mussten, dass auch Informationen über das hinaus, was aus den Snowden-Unterlagen jetzt bekannt ist, veröffentlicht werden müssen. Und meine Hoffnung ist natürlich, dass das Verfahren, wenn es zu einem kommt, in Straßburg auch Informationen herausbringt, denn nicht nur sicherlich nicht nur die deutsche Regierung, auch die anderen Regierungen in Europa haben sich nicht gerade dadurch hervorgetan, zu den Veröffentlichungen von Snowden Informationen hinzuzufügen, die ein Mehr an Aufklärung bringen würden. Das heißt, neben der Frage, ob im Einzelnen nach britischem Recht die Maßnahmen der Überwachung irgendwie notwendig, verhältnismäßig oder auch nur zielführend sind, geht es mir vor allen Dingen um die Frage, ob diese Regelung in Großbritannien, den GCHQ betreffend, also nationale britische Recht, das Kommunikationsgeheimnis des Großteils der Europäer betrifft und damit, also untergräbt letztlich und damit auch internationales Recht bricht. Denn wie wir wissen, der britische Geheimdienst muss für das Belauschen ausländischer Kommunikation, also etwa meiner und ihrer, also von europäischen Bürgern und Unternehmen, eben gerade keinerlei Zielpersonen benennen oder auch sonst keine Sachgründe vorlegen. Sie sind also im Prinzip überwachungsvogelfrei als Ausländer. Und wenn jetzt die Mitglieder der britischen und der US-amerikanischen Regierung ankündigen, wenigstens mal darüber nachdenken zu wollen, die parlamentarische Kontrolle in ihren Ländern zu verbessern, dann ist natürlich hier nur an die Innenländer gedacht und eben nicht an Personen wie mich, die Ausländer sind und von diesen Gesetzen betroffen. Für den Schutz vor der massenhaften Überwachung durch den GCHQ bedeutet das konkret, dass der Rest der Europäer natürlich weiterhin außen vor wäre, selbst wenn es Verbesserungen in der Gesetzgebung und der parlamentarischen Kontrolle käme. Das betrifft nicht nur das Belauschen, sondern das betrifft aus meiner Sicht auch schon die Fälle, zu denen ich gleich noch mal kurz kommen möchte, das Hacking, also die aktiven Angriffe der Geheimdienste auf Infrastrukturen betreffen. Wir wissen also nach den veröffentlichten Snowden-Unterlagen, die im Übrigen ja auch nicht dementiert sind, dass der europäische Internet-
Verkehr durch den GCHQ fast vollständig erfasst und analysiert wird. Insbesondere betrifft das die Überseekabel und mindestens 2 Dutzend weitere Glasfaserleitungen, darunter auch innereuropäische. Ich will bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass es also nicht nur, wie vorher diskutiert, um das Speichern der Daten geht, was legalistisch zu betrachten wäre, sondern natürlich auch um die Tatsache, dass man, um an diese Daten zu kommen, die zu speichern und zu analysieren, zunächst mal diese Leitungen anzapfen muss. Es stellen sich natürlich auch Fragen an die Betreiber, Firmenkonsortien dieser Leitungen, die das Abhören nicht dementieren, aber auch keine Auskünfte dazu geben, obwohl nicht nur britische Betreiber dieser Glasfaserleitung betroffen sind, sondern auch ausländische Unternehmen wie etwa Verizon, Interroute oder die Deutsche Telekom, die aber dennoch auf die Verschwiegenheitsverpflichtung nach britischem Recht verweisen und anders als etwa einige amerikanische Unternehmen nicht ihrerseits rechtliche Schritte gegen diese Verpflichtung vornehmen. Wir haben heute viel über die Überwachung gesprochen. Ich möchte aber gerne neben diesen Fragen, die die Eingriffe in die Privatsphäre von Menschen betreffen, auch darüber sprechen, wie wir mit den offensiven Angriffen auf kritische Infrastrukturen von Nachbarländern umgehen. Der Fall des geheimdienstlichen Hackings von Belgacom ist hier schon angesprochen worden. Wir reden hier also nicht davon, dass es primär darum geht, dort Daten zu erlangen. Das ist zwar das Ziel, aber was eigentlich getan wurde, ist nicht Spionage, sondern ein aktiver Angriff, bei dem eine große Zahl der Rechner von Belgacom kompromittiert wurden. Und zwar so weit kompromittiert wurden, dass die Rechte des ausländischen Dienstes hier so weit reichten, dass im Prinzip alle Administratorfunktionen auf diesen Rechnern benutzt werden konnten. Das ist also ganz klar ein Angriff auf die nationale Souveränität eines befreundeten EU-Landes. Die Computer dieses belgischen Unternehmens, Belgacom, das teilweise in Staatsbesitz ist, wurde also heimlich mit professioneller Schadsoftware infiltriert, um an sämtliche Passwörter und auch an die kryptografischen Schlüssel zu kommen und diese abzugreifen. Die Informationen dazu, wenn Sie sie nachlesen möchten, finden sich in der Presse, vor allen Dingen in der belgischen. Da habe ich in der Stellungnahme kurz verlinkt. Ich will nur darauf hinweisen, Kunden von Belgacom sind unter anderem Sie als EU-Parlament und die Europäische Kommission, aber auch zum Beispiel die Betreiber von SWIFT oder die NATO. Wir haben hier also nicht nur die nationale Souveränität betroffen, die durch diese Hacking-Angriffe in Frage gestellt wurde, sondern eben auch internationale Organisationen. Dazu würde man auch noch das bisher noch nicht erwähnte Edgehill-Programm des GCHQ erwähnen müssen. Das ist sozusagen das britische Pendant von Bull Run, dem NSA-System. Mit Edgehill führt der britische Geheimdienst ein systematisches Untergraben und Umgehen von Verschlüsselungsmaßnahmen durch, bis heute. Daran ändert sich ja auch nichts. Wir debattieren zwar über die Überwachung und das Hacking, aber die Programme werden ja weitergeführt und man kann dieses Edgehill-Programm ohne Zweifel als ein ganz großes Anti-Sicherheitsprogramm begreifen und auch als eine generelle Unterminierung des Vertrauens in die alltägliche Kommunikation über die Netze, die dadurch nachhaltig kompromittiert wird. Hier hat man die typischen geheimdienstlichen Methoden gesehen. Man hat also versucht, Hintertüren in Verschlüsselungsalgorithmen einzubauen. Man hat V-Männer eingeschleust, was halt so Geheimdienste machen. Und man zielt insbesondere auf die Service-Provider wie Hotmail, Yahoo, Google, Facebook. Ich will vielleicht zum Schluss kommen. Sie können weitere Bemerkungen von mir natürlich gerne in der Stellungnahme nachlesen. Ich bin natürlich der Auffassung, dass wir mit dem nun vorhandenen detaillierten Wissen von den kaum durch irgendwelche Kontrollen behinderten Geheimdiensten, dass wir uns damit nicht abfinden dürfen. Und selbstverständlich einer der Gründe, warum meine Mitstreiter und ich diese Beschwerde vor dem Europäischen Gericht so vorgelegt haben. Dennoch müssen wir aus meiner Sicht politische Antworten finden, die darauf hinauslaufen, dass zumindest die europäischen Regierungen dem Fernmeldegeheimnis und dem Recht auf eine digitale Privatsphäre einen deutlich höheren Stellenwert einräumen und so etwas wie digitale Nicht-Angriffspakte untereinander geschlossen werden, sodass die Integrität der technischen Infrastrukturen gegenseitig nicht kompromittiert wird. Vielleicht als letzte Bemerkung zu Ihrem
zu dieser Heuhaufen-Analogie, die wir jetzt häufig hören. Ich darf daran erinnern, dass sowohl der jetzige wie auch der vergangene Chef der NSA immer wieder darauf hingewiesen hat, dass es gerade nicht um die Nadel im Heuhaufen geht, sondern dass es darum geht, den gesamten Heuhaufen aufzuzeichnen. Und ich denke, gegen diese Ideologie müssen wir uns wehren und wir werden es vor Gericht mal versuchen. Okay, thank you very much, Constanze. We'll go straight to questions from my colleagues, beginning with Axel Voss. Vielen Dank, Entschuldigung, vielen Dank, Herr Pickels, vielen Dank, Frau Kurz, für die Erläuterungen. Ich habe in dem Zusammenhang zwei Fragen, und zwar, also zunächst, warum wir uns eigentlich hauptsächlich immer mit der amerikanischen Seite und weniger mit der britischen Seite befassen, liegt wohl mehr daran, dass Herr Snowden nun mal bei der NSA gearbeitet hat und dort die Dokumente auch offenlegt, während wir das auf der britischen Seite immer nur sozusagen als Folgewirkung dort haben. Aber ich wollte Sie an sich fragen, wo sehen Sie oder wo legen Sie eigentlich die Grenzen oder wo würden Sie sie hinlegen zwischen der Privatsphäre und der allgemeinen Sicherheit, auch was das Internet betrifft? Ich habe mittlerweile das Gefühl, durch diese technologischen digitalen Dinge kann man eigentlich das Internet ja gar nicht mehr unbedingt als privates Medium irgendwie sehen, sondern da muss man ja mehr den öffentlichen Raum sehen. Und wo würden Sie da vielleicht solche Grenzen ziehen? Und das andere wäre die Frage, wo würden Sie die Grenzen legen, wann Staaten zur Strafverfolgung oder auch zur Gefahrenabwehr auf Datensammlungen privater zugreifen kann oder darf? I think, Constanze, that was addressed to you. So do you want to just reply to that? Sure. Vielleicht zu der ersten Frage der allgemeinen Sicherheit im Internet. Ich denke, man muss sich klar machen, dass wir in Bezug auf Sicherheitslücken, auf die strukturelle Unterminierung von Sicherheitsmethoden, die ja vor allen Dingen für uns alle im alltäglichen Kommunizieren und natürlich auch in der Wirtschaft Verschlüsselungsverfahren sind, dass wir hier davon reden, dass die Geheimdienste der Amerikaner und der Briten diese Sicherheit strukturell unterminieren. Denn zumindest einige der gängigen Verschlüsselungsverfahren sind durch Hintertüren oder durch die strukturelle Schwächung der Standards dieser Verschlüsselungsverfahren im Prinzip nicht mehr als sicher zu betrachten. Das heißt, wir reden hier eigentlich davon, dass die Kommunikation der Bürger, aber auch die Kommunikation natürlich zwischen Behörden oder Unternehmen strukturell unterminiert worden ist und hält auch weiterhin an. Aus meiner Sicht ist da aber auch noch ein anderer Bereich, den man erwähnen sollte. Sie wissen sicher, mit Sicherheitslücken gegen gängige Betriebssysteme und gängige Browser, die häufig die Angriffswege sind, um Computersysteme anzugreifen. In diesem Bereich existiert schon lange ein grauer Markt und ein schwarzer Markt. Das heißt, diese Sicherheitslücken werden gekauft und verkauft. Und Teil der Snowden-Enthüllung ist auch, dass im Wesentlichen dieser Schwarzmarkt von den staatlichen Behörden bedient wird. Das heißt, die Geheimdienste kaufen diese Sicherheitslücken und lassen diesen Markt an Exploits, wie diese Sicherheitslücken häufig genannt werden, überhaupt erst am Leben. Das heißt, wir sehen hier eigentlich ein wir müssten eigentlich unsere Cybercrime-Communities gegen die Geheimdienste wenden, damit sie diese strukturelle Unsicherheit strafrechtlich verfolgen. Zu Ihrer zweiten Frage. Selbstverständlich bin ich der Ansicht, dass digitale Daten zur Strafverfolgung genutzt werden dürfen. Dafür gibt es auch in allen Ländern in Europa Gesetze. Das betrifft auch die Daten etwa von Privatunternehmen, auf die sehr wohl zugegriffen werden darf. Wogegen ich mich, wie sehr viele meiner Vorredner wende, ist selbstverständlich die anlasslose Festhalten von Daten aus präventiven Gründen. Do you have a question?